Ein bisschen warten, bis jemand da ist und dann geht es los. La 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 la, mit dem Telefon, dann geht es los. Ja, ich und Lili machen heute einen Telefonprank. Das heißt, ich mache Telefonprank und Lili sucht mir die Daten raus, wo ich schnell brauche, weil ich habe ja nur ein Telefon und das Handy. Ja. Scheiß Handys, Alter. Der Computer ist besser. Lili sucht jetzt noch raus. Guten Morgen, guten Abend, Soll ich das guten beste Tag. Taxiunternehmen nehmen aus Berlin? Es hat eine Bewertung von 5 Sternen. Fünf Sterne hat es. Sogar 4,2. Ja, aber das nehmen wir mal noch nicht. Ja, wir warten jetzt erstmal, bis ein paar Leute hier reinkommen. Leute, Leute, teilt diesen Livestream, ja. Wir rufen jetzt gleich, ja, bei einem Taxiunternehmen in Berlin an, ja. Ich hatte die gescreenshots und so. Weil ich muss abgeholt werden, ja. Ich habe jetzt schon so ein paar Tage voll gefeiert und so, jetzt sollen sie mich mal abholen. Aber das machen wir, ja, wenn hier so einige Leute hier reinkommen, ja. Hallo Carmen, hallo Patricia, hallo Birgit, hallo Sandra, hallo Maria. Aloha, ja, hey, aloha, ja, hey, aloha, ja, hey. Hey, aloha, hey. Hä? Weiß nicht, dann kannst du mal den Computer in der Zeit anmachen oder sowas. Lili, mach ein bisschen den Computer an, dass im Hintergrund ein bisschen Sound ist, ein schöner, ruhiger Klang. Ja, weil sonst ist dieses Live später, wenn man sich's anguckt, etwas öde und Langweilig. ich bevorzuge Entertainment, ja. Mach das Also mein schön, Tablet. schön, 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 schön diesen Live-Teile, ja, weil wir bimmeln gleich mal bei einem Taxiunternehmen in Berlin an. Ihr seid ja live mit dabei, ja, wenn wir dieses Taxiunternehmen in Berlin anbimmeln, um den, ja, etwas verwirrten Gerhard abholen zu lassen, ja. Ach, danke schön, Lilli Spatz. Die legt mir ein Kissen in der Rücke, damit auch der Gerdi-Gerd, ja, im Hintergrund ein weiches Kreuz hat. Danke, Lilli. Sehr schön. Lilli macht ja gerade ein bisschen Platz. Ja. Ja, es sieht besser aus. Neben Obsttaxi. Nein, 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 nein. Wir haben Oder eigentlich auch was? ein Taxiunternehmen hier, aber irgendwie, pff, ja, wenn man die anruft, die kommen immer voll zu spät und so. Ja, jetzt suchen wir. Beziehungsweise die Lilly, unsere kleine Maus, hat jetzt ein Taxiunternehmen rausgesucht mit den besten Sternen, ja? Das heißt, gute Bewertung. Wie viel Bewertung, Spazi-Pupsi? 4,2. 4,2! Da kann ich doch erwarten, dass mich das Taxiunternehmen zurück nach Berlin bringt. Ja. Leute, teilt, 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 teilt. Bei 100 lege ich los, ja, und dann rufen wir mal an hier in Berlin. Ja, mal gucken, was die Berliner dazu sagen, ob sie den Gerhard abholen. Ja. Also gleich Du kommt. kannst auch mal singen in der Badewanne. Ja. Ja, die Wanne ist voll. Jetzt gleich kommt die wahrscheinlich von Hallo Berlin Sarah. rüber. Hallo Vera. Schön, dass ihr alle hier seid. Das ist ja richtig klasse. Das ist richtig cool. Ja. Da wird's auch umso lustiger. Ja. Also schön teile, Leute einlade. Ja. Mach mal, mach mal, mach mal. Dann rufen wir gleich hier das Taxiunternehmen an und dann lassen wir uns alle hier abholen. Ja. Dann heißt's ab zurück nach Berlin. Ja. So. Schuhe vom Oh, Tisch. verzeih. Ich habe immer die Angewohnheit und mache meine Füße auf den Tisch. Füße Ja. egal, Schuhe nein. Aber ich habe Schuhe an und Lili mag nicht auf ihrem. Tischschuhe. Ja, weil die vorher vielleicht in Scheiße sein konnten oder so. Genau, und ich esse vom Oh, Tisch. schon 62 Zuschauer. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ey, habt noch ein bisschen Geduld. Teilt diesen Livestream. Ja, habt ein bisschen Geduld noch. Ja, bei 100, ja, Zuschauern hier würde ich mal sagen, machen wir heute Abend unseren ersten Anruf. Ja. Mit einem Taxiunternehmen, ja, wo uns hier abholen soll, ja, aus der wunderschönen Nordeifel, ja.
Wie ich da hingekommen bin, weiß ich leider nicht. Ich hatte 2 Tage, war ich truffi, ja, total durch, war 2 Tage lang nicht ansprechbar, ja, mit Freunden unterwegs und, ja, und bin hier in der Eifel gelandet. Nach sowas aber auch, ja. Und jetzt muss mich ein wirklich gutes Taxiunternehmen wieder abholen, ja. Bleibt gespannt, ja, was da jetzt gleich bei rauskommt alles, ja. Also, ja, Leute einladen, ja, macht, haut rein. Ja, mit Didi und Helga Vettersen. Die Wanne ist voll. Ja. Komm, Leute, ihr kriegt das hier. Teilt diesen Livestream auf eure Pinnwand oder sonst was. Ladet die Leute ein und so. Bei 100 möchte ich hier anbimmeln. Ja, ich möchte nämlich nicht 2, 3, 4, 5 Mal irgendwas anrufen, nur weil sich Leute hier später reingeschaltet haben oder so. Und ich will, dass live die Leute das mitverfolgen. Ja, und nicht später die Aufzeichnung. Ja, das ist ja blöd. Dann können sie ja gar nicht mitmachen. Ja, und ich habe einige Fragen dann gleich an euch. Ja. Wo ihr mir ein paar Stichpunkte eventuell mit reinschmeißen könnt, ja. Also ihr macht schön mit gleich, das wird lustig, ja. Kastanien zum Beispiel. Oh, Castiel, der kleine Katze, das glaube ich ja jetzt nicht. Was sehen da meine entzündeten Ähche? Du hast entzündete Augen. Frag, ob Taxi einen Festpreis macht. Ja, lasst euch mal überraschen, was da jetzt gleich kommt. Das wird auf jeden Fall cool. Cool, wir haben jetzt gleich die 70er Zuschauer erreicht. Ja, also wir schaffen das mit Sicherheit, dass wir die 100 kriegen. Und ab 100 telefoniere ich durch. Ja, und dann wird's hier richtig spaßig. Ja. Ich schummel mal ein bisschen, ich komme auch gleich rein. Kriege ich schneller die Nicht, 100. nicht. Ach so, du meinst. Ja. Hast du Die denn machen immer gedacht? an meinen Haaren rum. Cash? Sie hat es sozusagen vollendet. Sie hat mir an meinem Zöpfchen ein Gümmchen dran gemacht, damit es nicht mehr aufgeht. Ja, ein Gümmchen. Hallo Stefanie, schön, dass du hier reinschaltest. Hallo Michaela. Schön, dass ihr hier seid. Cool, Leute, wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir die 100 erreicht und dann bimmel ich durch. Ja, dann rufen wir das Beste der Besten, der ultra-besten Taxiunternehmen in Berlin an. Ja, weil Gerhard wird vermisst. Den müssen wir unbedingt zurückbringen nach Berlin. Ja, mal gucken, ob sie sich darauf einlassen. Ja. So gut wie Hallo nur ein Alter Melanie reden. Hemlinger, schön dich auch hier zu sehen. Unsere liebe Melli, cool, wir haben schon 75. Melli auch teilen, jeder teilt, 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 teilt. Ja, wenn wir genau die 100 voll haben, Zuschauer, ja, und dann bimmel ich ein Taxiunternehmen an, ein Bestes der Besten, the best, am Manakoyen, Beste, machen wir ein bisschen leiser. Das Beste der Besten aus Berlin. Hauptstadt, ja. Sie sollen unbedingt den Gerhard abholen. Das ist sehr wichtig, ja. Hallo Paula, Liebes. Und ich glaube, diesmal trägt's Früchte. Wir haben gestern, vorgestern was, habe ich ja angerufen, wer es noch nicht verfolgt hat. Da habe ich angerufen bei einer Wahrsagerin, Die ja. zurückgerufen. Die haben noch nicht mal zurückgerufen, das wollte ich euch übrigens noch sagen. Die haben nicht mal zurückgerufen, die Abzocker. Ja, aber heute wird's anders. Heute haben wir richtigen Kontakt, ja, telefonischen. Mal gucken, ob die Ta Taxi hier vorbeikommt. Das nächste Mal müssen wir mal Hallo, sehen, Grüße oder? nach Berlin, hier von der wunderschönen Nordeifel, liebe Karina. Ich sag mal so, ich warte jetzt noch 5 Minuten und wenn kein 100 da drin sind, dann lege ich trotzdem mal los. Ja, wir sind ja hier nicht leihgeil. Ja, dann haben die anderen einfach Geschisse. Ja, dann müssen sie sich später dieses Live reinziehen. Ja, und können dann nur noch nachträglich kommentieren, können machen. Oh Gerhard, bist du lustig? Jetzt gib doch mir mal Antwort, Gerhard. Hey, Mr. Cartoon, gib mir doch endlich Antwort. Alter, guck hin, das war eine Aufzeichnung, Digga. Ja. Das ist nicht mehr live. Ja, da haben die halt eben Pech, die Leute. Hallo Doreen, Liebes, alles cool. So,
Ich würde sagen, da legen wir jetzt mal los. Machen wir ein kleines bisschen leiser, weil. Drück am besten auf Pause. Ja, weil ich gehe nämlich davon aus, ich mache dieses eine. So. Nenn mir mal das Beste der Besten. Ammoniakeuer in Berlin. Feuerwehr, beste Taxi. Mit 4,2 Mit Sternen. 4,2 Und Sterne. das Taxiunternehmen heißt Nein, nein, Bus. nein, ich sage das Taxiunternehmen, weil sonst könnte ja irgendjemand da von den Hatern da vorher anrufen und sagen, das ist gerade ein Prank. Genau. Ja, also, Also sag Nummer, dir mal die Nummer. warte, 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 warte. Lili muss mir jetzt gerade die Nummer sagen. Das heißt, ich gucke sie mir besser an, ja, weil ich will ja nicht, dass vorgewarnt wird, ihr Lieben. So. Das ist es, Das das Orangene. Orangene. Eine dumme Frage. Habt ihr in Berlin die Vorwahl 0541? Nie im Leben nicht. Mach mal ein örtliches. Ja, die haben doch niemals im Leben 505 irgendwas. Habt ihr in Berlin die Vorwahl 0541 oder so ein Scheiß? Ist da jemand aus Berlin? Hallo, Doreen, ein Winke, Winke nochmal. Hallo, Anja. Hallo, Silvia. Suchen wir nach einem besseren. Colin schaut mit zu und mein Gerhard, du bist frech. Nope, ich bin doch nicht frech. Oh, Kruzifix, ich bin einfach nur verfickt ehrlich. Sollen wir Ja. das Schlechteste nehmen? Na, ein Mittelmaß. Wir nehmen doch nicht das Beste, ja. Ich Anscheinend habe eins nämlich. mit 5 Oh, mit Sternen. 5 Sterne. Ja. Das ist ja mal geil. 033, das kommt schon eher hier. 033 28. So, ihr Lieben, jetzt bimmelt's durch. Also Leute, teilen, 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 teilen. Lili, das ist ein Fax. Du holst Kopf. Da steht aber eine Telefonnummer. Du hast doch selbst gelesen. Okay, das nächste. Ja, wer nicht will, der hat schon. So. Echt? Was ist denn hier los? Dann nehme ich das jetzt. 0, 2. Da steht eine Ach 3. so, Entschuldigung. 0, 3, 0. Also die Nummer ist ja mal voll einfach. Warum habe ich da überhaupt so lange drauf geguckt? Wie heißt das? Aha, okay. Mit 2,6 nur. Oh, na hopp, dann bin wir mal durch. Zeig mal nachher gucken. Ja. Guten Abend. Hallo, ich brauche unbedingt ein Taxi. Ist eins frei noch? Ist eins frei noch? Mit Sicherheit, wenn Sie mir sagen, wo Sie ein Taxi brauchen, kann ich Ihnen vielleicht helfen, aber so kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das. Da stand schon in der Rezeption, dass Sie mega unfreundlich sind, ne? Ja, da rufen wir doch gleich nochmal an, wenn die so unfreundlich sind. Unfreundlich, Alter. 03020 Achso, warte, ich hab's sowieso hier. Wir müssen da nochmal anrufen. Wir haben uns wahrscheinlich auf den falschen Fuß erwischt, ja? Taxi Berliner Rutschentag, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ich habe gerade eben angerufen wegen einem Taxi und dann wurde die Leitung einfach abgebrochen. Hallo? Die Leitung wurde gerade.
Die sind mega unfreundlich. Also, die verdienen nicht gern Geld in Berlin, gell? So, jetzt probieren wir es gerade nochmal. Ja, das war jetzt ein Mann. Wahrscheinlich hat die Frau gedacht, sie kann mich nicht gut verstehen. Wir holen mal etwas klügere Geschöpfe hier in unsere Taxizentrale, ja, und holen mal den Mann aus der Hausmeisterabteilung, ob der das versteht. Jetzt probiere ich mal noch an. Jetzt kommt bestimmt die Tochter oder sowas und der Sohn, ja, mit 9 Jahren. Okay, nächster Test. Dritter Versuch. Beim besten Taxiunternehmer. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich habe eben jetzt zweimal angerufen wegen einem Taxi und jedes Mal ist die Verbindung hier am Abbrechen. Ist das? Ich bräuchte ein Taxi. Hallo? Möchten Sie bestellen, oder? Ja, gerne. Ich möchte bitte ein Taxi bestellen. Ja, Straßenname. Hechenscheider Straße 10 in Steckenborn. Hechen haben Sie gesagt? Hechen. Hechenscheider Straße 10 in Steckenborn. Heiße. Hechenscheider Straße 10 in Steckenborn. Haben Sie? Aha. Können Sie vielleicht buchstabieren, dass ich noch leichter finde? Was brauchen Sie jetzt? Was? Was brauchen Sie? Hechenscheider Straßen 10. Kurzer Moment bitte. In Steckenborn. Also buchstabieren Sie, dass ich das noch schneller finde. Also, ach so. Okay. H. Ja. E. Also E. C. So, diese C. H, H, E, ja, H, S, C, in Reinickendorf? Nein, nicht Reinickendorf. Nein, nein. Hechenscheider Straße 10 ist die Straße. Kurzer Moment. Ist die Straße. Hallo? Kurzer Moment, bitte. Ganz kurzer Moment. Dankeschön. Ich brauche dringend Taxi. Ich muss nach Hause gehen. Ja. Hallo. Guten Abend, ich brauche ein Taxi. Ich habe Ihr Kollege gesagt und eben hat auch schon aufgelegt. Und ich brauche dringend ein Taxi in Heckelscheide Straße 10 in Simmerath. Bitte. Welcher Bezirk ist das? Ich denke Nordrhein-Westfalen. Ja, aber ich habe nur Ihre Karte. Sie sind in Berlin. Ja, ich weiß, aber ich habe in meinem Geldbeutel nur Ihre Karte. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo hier ein Taxi, weil ich bin nur zu Besuch hier und ich muss nach Hause zurück. Und ich komme hier nicht mehr weg. Hier gibt es keinen Bus, hier gibt sind nur... Sie in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen? In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist es ein Eifel oder sowas, haben die gesagt. Das ist Nordeifel und hier ist alles Berge. Hier fährt ein Bus, aber jetzt fährt kein Bus mehr und Züge gibt's ja auch nicht und nix. Ich war hier. Nee, aber ich kann Ihnen da kein Taxi schicken, weil Sie sind in Berlin. Sie müssen schon einen Taxiruf aufnehmen. Aber ich bin immer gefahren mit, ich bin immer mit Ihrem Taxi, bin ich gefahren in Berlin. Jetzt, ich habe schon keine andere Karte. Ich habe die Karte gekriegt mal im Taxi, wo ich gefahren bin. Wie komme ich jetzt nach Hause? Sie müssen mal in Google schauen, von Nordrhein-Westfalen die Nummer raussuchen. Oh, ich rufe jetzt gerade von einer Frau an, wo ich geklingelt habe am Haus, ob ich anrufen kann, ne, wegen mit dieser Taxi, ne, Berlin-Taxi. Und ich wurde jetzt zweimal ohne Begründung, wurde ich rausgeschmissen aus der Leitung. Ein Mann hat gesagt, er versteht mich nicht oder dass jemand schickt ein Taxi und jetzt, ja, jetzt ich sitze hier fest, ich komme hier nicht weg. Ja, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Sie müssen in Internet schauen. Können Sie nicht... Ich kann Ihnen kein Taxi von Berlin nach Nordrhein-Westfalen schicken. Wie soll ich das jetzt machen? Haben Sie kein Ersatztaxi oder sowas oder sowas da? Ich muss hier weg? Nein. Irgendwie so, was, kann man da keinen Festpreis oder irgend sowas machen oder sowas? Na, ich kann
dann wirklich nicht heißen. Können Sie nicht mit irgendwem Chef oder so reden oder sowas, ob man da einen Festpreis machen kann für. Ich komme nicht nach Hause, hier ist arschkalt und ich bin. Moment, warten Sie kurz, ja? Dankeschön. Alter, was für ein unseriöser Scheißhaufen. Hallo, ich brauche ein Taxi, wo mich hier abholen kann. Ich habe, soll ich das nochmal erklären, was hier passiert ist? Ich bin hier in dieser Nordeifel. Ich habe Party gemacht. Wir sind mit von Berlin ge. Ach so, Steckenborn. Warten Sie mal, ich muss die Frau. Die hat dann so. Ah, Hechelscheider Straße 10. Hechelscheider Straße 10. Steckenborn. Aber hier ist nichts, das ist Land, das ist alles tot. Hier gibt es keine Menschen irgendwie, glaube ich, oder sowas. Ja, kann man dann nicht einen Festpreis mich irgendwie abholen? Ich muss nach Hause. Aber wie komme ich denn jetzt nach Hause? Das Geld wäre jetzt kein Problem. Ich komme aus Berlin. Mensch, ich habe schon eine Party gemacht. Oh, das ist doch Kacke. Wie soll ich nach Hause kommen? Hier ist. Ja, ich auch nicht. Ich war nur auf eine Party mitgegangen und jetzt ist hier. Oh, das ist doch scheiße. Ich weiß noch nicht mal, wo hier eine Polizeidienststelle oder sowas ist. Was soll ich denn machen? Nein, ich rufe hier von einer Frau in dieser Hechelscheider Straße hier gerade an. Oh. Gibt es irgendwie einen Ersatz oder irgendwer, wo das machen würde? Stecken. Sie haben doch bestimmt die Nummer. Ja, super, jetzt muss ich warten bis morgen oder sowas. Ja, 521 52 Steckenborn. Da gibt's keinen Zug, da gibt's einen Bus und die fahren nicht mehr. Und wie soll ich über Nacht mit dem Bus nach Berlin oder sowas kommen? Was für ein Tag, es ist Nacht. Aber wolltest du weiter gleiten? Und dann diese Frau, die einfach mega unverschämt war.
Ja, da Das können ist ja wir Ihnen mal, nicht helfen. also echt, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen entsetzt von Berlin, ja? Also wenn ich jetzt ein Alter. Berliner wäre, ein Berliner Baller und müsste zurück in mein Körbchen, dann käme ich ja gar nicht nach Hause. Wie soll ich denn jetzt mit dem Bus oder mit dem Zug aus der Eifel? Da kommt noch nicht mal ein Zug hoch, ja? Ja, und wie soll ich ein Taxi? Noch nicht mal hier gibt es ein Taxi um die Uhrzeit. Also wie käme ich heute Nacht nach Berlin? Und wenn mich diese Frau, wo ich ja gesagt habe, ja, nur Anno hat rufen lassen, ja, dann wäre ich sogar noch in der Kälte bei dem Wetter. Also das Taxiunternehmen ist ganz Hier mies. steht das auch. Warte. Leider hat der Kundenservice-Mitarbeiter mich am Telefon angeschrien, weil ich nicht auf Anhieb den Straßennamen wusste und hat anschließend einfach aufgelegt. Sehr unfreundlich am Telefon. Ich werde meine Bestellung zukünftig über andere Kanäle durchführen. Kein Hirn und kein Verstand. Bahnhof Zossen bringt diese Gesellschaft an den Rand des Wahnsinns. Jeder Vierjährige kann besser damit umgehen. Einfach traurig für einen Ort in der Nähe einer Hauptstadt. Wollte ein Taxi bestellen. Nach unfreundlicher Begrüßung wurde ich dann auch weggedrückt, weil es dem Personal zu lang gedauert hat. Telefonat dauerte 1 Minute 36 mit Aber Wartezeit. ich würde jetzt mal sagen, liebe Freunde, ja, ich würde jetzt mal sagen, ja, es gibt ja sowas wie Lieferando, ja, und jetzt sitze ich in der Eifel fest, meine Freunde, teilt, 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 weil jetzt wird es nochmal ein Highlight geben, ja, teilt, 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 aber diesmal, weil wir schon bei 82 sind, will ich meine 100, ja, teilt, 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 ja, weil jetzt sitzt Gerhard ja in der Eifel fest, es kommt kein Taxiunternehmen, aber die letzte Rettung, Lieferando, ja, und Gerhard lässt sich jetzt, ja, von einem besten Dönermann, ja, in Berlin, ein bester Dönermann, einen Döner schicken oder so, ja, und das zack, zack, ja, weil Gerhard friert sich gerade in der Eifel die Eier ab, weil kein Taxiunternehmen hier den Gerdi abholt, ja, da müssen wir dann gleich hier mal den Das Berlin-Dönerladen Beste an. oder das Schlechteste? Was ist das Schlechteste? Ich will nicht, dass die 100.000 mal auflegen, das soll schon irgendwo Profis sein, ja. Das Schlechteste ist 3,4. Und das Beste? Das Beste ist 4,6. Ah, na gut, dann 4,6, ja. Ich will ja nur ein gescheiter Döner haben, ja, wenn ich schon hier in der Eifel fest sitze. So, dann schieß mal los. Jetzt Warte. ladet noch Freunde ein, Leute ein, like, teilt, bam, bam, bam. Telefonnummer gibt es hierzu nicht. Weil wir rufen jetzt gleich einen Dönerlader an, damit ich meinen Döner in die Eifel krieg, vielleicht. Ja, Ja, wenn ich schon wahrscheinlich. kein Taxiunternehmen schaffe, dass ein Taxiunternehmen mich hier aus der Eifel abholt, ja, dann muss ich gucken, dass ich wenigstens die Nacht gut überstehe mit einem fetten, geilen, heißen Döner. Und vielleicht noch einen Dönersalat am Anakoyem. Und vielleicht noch eine geile Cola. Und vielleicht noch am Anakoyem. Vielleicht noch einen kleinen, dezenten Salat. Einen ganz normalen Salat. Ah, da haben wir schon einen. Ja, da haben wir schon. Hat noch geöffnet, ne? Er schließt erst um 22 Uhr. Das heißt, bis da habe ich ja noch meinen Döner zu gut. So. 0, 4, 4, 1. Hey, Hex. Hier, hier. So. Sag, muss denn bei euch in Berlin die Dönerläden ausgestorben? Haben die, gibt's bei euch keinen Döner mehr? Leute, Leute, Leute. Und das ist so eine Metropolestadt, ja, wo 24 Stunden wie Las Vegas, ja, die Lampe brennen, ja. Und da gibt's keinen Döner. Der nächste Dönerlade. Komm, ich will Ist meinen Döner. 4,5. 4,5 jetzt die Bewertung von dem Dönermann. So. Ah, Handy. Handy ist immer erreichbar. So, mal gucken, was der da so.
Was der für gute Döners hat. Ist er auch Lieferando? Egal. Hat er noch offen? Ja, 23 Uhr. Hallo, Pies, ist der Döner noch offen? Ist er auch. Ja, kann ich bestellen, bitte? Bestellen, telefonisch bestellen, nicht auch, weil ich bin ganz allein, schaffe ich das nicht. Wenn Sie hier kommen, dann mache ich gerne. Ach so, okay, ne, dann muss ich woanders nochmal. Okay, dankeschön. Also, jetzt müsste ich dahin laufen zu Fuß, um mir meinen Döner abzuholen. Das ist nicht, ne? Da muss man sofort Ende machen. Hol mir den nächsten Dönerlader raus. Es wird doch noch einen seriösen Dönerlader in Berlin geben, der mir heute noch meinen Döner bringt. Schließlich verbringe ich ja die Nacht draußen in der kalten Eifel, ja, ohne Zugverbindung, ohne Bus. Ja, Pero, ich bestell dir dann einen Döner mit. Das machen wir so, ja. Also bestelle ich gleich für Lilly, Sonja, mich gleich mal 4 Döner. Will sonst noch jemand einen Döner oder einen Salat oder so, bestelle ich gleich mit. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr jetzt gerne vom Dönermann wollt. Das bestelle ich gleich mit. Geht alles auf Gerhard Cartoons Haus. So. Ich weiß zwar nicht, warum ich mir den Hörer immer noch am Ohr hebe, wo keine Sau mehr dran ist. Ja, aber irgendwie, wenn man so ein Telefon in der Hand hat, ist das, glaube ich, so eine Art Reflex. Hörer an Ohr. Hörer an Hirn. Hörer an Hirn. Ein kleiner Mann spricht aus dem Telefonapparat. Gib mir das mal her, Spazier. Geh mal runter, hol mir mal bitte mal Zigarette. Die Sonja hat die schon, glaube ich, fertig. Also. So, der Mann. Oh, ey, das ist ja mal klasse. Das gibt's noch nicht mal bei uns, Freunde. Ja, da ist ein Dönerlade, der macht erst um 0 Uhr zu. Bei uns hat er schon um 22 Uhr dicht. Was ein Scheiß. So, das ist ja mal geil. Da gibt's aber auch keine Telefonnummer. Sag mal, muss man bei euch die Döner immer abholen oder was ist hier los? Gibt's da auch Döner, wo man einfach jetzt so, gib mir Döner, Digga, und er bringt die Scheiße vorbei. Es sieht ja alles sehr, sehr, sehr seriös aus. So, ein Moment Geduld, einen uno Moment Geduld. Oh. Wir müssen jetzt gucken, eine geile Dönerlade finden und so. Tararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Ich blick bloß der Lilia Kackhandy nicht so ganz durch. Ah, ich muss zurückdrücken. Großer Teller Salat mit Döner, Fleisch und Käse, 7,50 Euro. Oh, das sieht aber sehr interessant aus. Dönermann, der mir Döner bringen kann. Da-da-dam, da-da. Da haben wir doch einen, vielleicht der. Da machen die alles noch mit Briefe. Oh, der schließt um 1 Uhr. Leckt mich am Arsch, wie lange haben eure Dönerläden auf? Der macht um 1 Uhr schon dicht. Oh, Döner komplett extra scharf, Sascha. Und ein Döner komplett für Mario. Natürlich, das machen wir, ja. Ein der süß-sauer, ich weiß nicht, ich rufe ja nicht beim Chinamann an. Ja, so. Habe ich den nicht eben schon gehabt? Muss ich jetzt mal... Da gucke. So, dann habe ich nämlich noch. Aber das kann jetzt natürlich täusche für mich, weil jetzt alles mit 040 und so anfängt. Ja, das ist für mich ungewohnt, weil. Ja, da scheißt doch der Hund drauf. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Der legt mich doch am Arsch. So. Ja, hopp. Ja, hopp. Ja, hopp, ja, Modo. Was los? So, Dönermann. Da, 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 da. Lecker sind gut in Berlin. Ja, ich war leider noch nie in Berlin. Ich muss deswegen leider sagen, weil ich finde, jeder sollte mal Berlin gesehen haben, wenn das die Hauptstadt ist, ja. Also früher in Bonn bin ich gewesen, ja. Also da kann ich auch sagen, da war ich mal, ja. Und heute ist ja die Hauptstadt Berlin. Und da finde ich, da sollte jeder mal gewesen sein. Ob er es gut findet oder nicht, ja. Für mich wird es zu viel hektisch sein, aber ich würde es gerne mal sehen. So, jetzt bin ich mal da durch. 9304 9.
Ja, schönen guten Abend. Kann ich mir bestellen? Liefern Sie noch aus? Nach Steckenborn. Nach Steckenborn. Also, da hätte ich gerne einen Döner mit allem. Groß, bitte. Ja? Wie bitte? Ja, Sie sollen mir das schicken über Lieferando, genau. Also ein Döner, große bitte mit extra scharf. Dann haben Sie Burger auch in Ihre, so Burger? Ja, genau, über Lieferando sollen Sie das bitte schicken. Und zwar große Döner, ein Pommes, wenn möglich, ein Burger mit. Ja, aber da steht bei Ihnen, dass Sie über Lieferando auch bestellen, richtig? Ja, und das möchte ich jetzt machen, bitte. Cola gibt ab wie viel Euro dazu? Wir haben hier geraucht und wir wollen gechillt, hatte einer gesagt, soll ich Döner bestellen? Und ich habe dann gesagt, ja. Und jetzt will ich Döner und der eine kann nicht liefern, der ist alleine, sagt er. Und jetzt habe ich geguckt über Lieferando. Gibt's. Und bei Ihnen steht drin, man kann über Lieferando das holen oder so. Ja. Kriege ich jetzt das nicht? Krieg ich das nicht? Was muss ich da machen? Wieso kriege ich nicht? Was habe ich gemacht? Warum kriege ich. Ich verstehe gerade nicht. Was wollen Sie? Ich will Döner haben, ein Burgers haben, ein Pommes frites, eine große Salat, so Döner-Salat-Teller und wenn geht, ein Cola dazu. Steckenborn. Hechtscheider Straße 10. Bitte schön. Ach so, hey, was? Die Straße noch mal? Ich verstehe Sie kaum, also was Sie bestellen wollen. Gehen Sie lieber im Internet über Ich Lieferando, habe bei Merz können Sie bestellen. genau bei Lieferando. Ja, gehen Sie bitte bei Lieferando. Im Internet und bestellen Sie bitte über Lieferando. Ich habe sie über Internet. Ich habe die Nummer über Internet. Das steht Lieferando steht da. Und ich möchte das nur bestellen. Telefonisch machen wir nicht. Wir machen nur über Lieferando. Es muss über Lieferando Bon kommen, Oh, ja? mir ist voll schlecht, weil ich habe voll Hunger. Ich habe noch nichts getrunken, nichts gegessen. Ich bin total breit. Was soll ich denn machen? Was soll Ja, einfach den Döner bringen. Andere haben auch gekriegt. Wir bestellen immer sonst. Wo Wieso? bestellen Sie immer? Also bestellen Sie immer telefonisch oder wie? Nein, bei anderen Dönerladen, ich bestelle das immer telefonisch und dann bringt's oder wir müssen holen kommen oder so, aber das geht heute, komme ich nicht aus dem Haus. Ja, das ist ja das Problem. Wenn Sie nicht über Lieferando bestellen, dann kann ich auch nicht schicken. Das muss Lieferando-Fahrer schicken, deswegen. Wie schicken? Mit Paket? Machen Sie Spaß mit mir? Machen Sie Spaß mit mir? Wie schickt er das mit Paket? Die machen doch Spaß. Vom Lieferando, die holen bei uns ab und bringen es zu ihm. Ich habe noch nie gemacht. Ich habe immer bestellt, so ganz normal. Bestellt Anrufe. Jetzt krieg ich nichts. Krieg ich nichts. Aber der kann nicht liefern, weil er ist alleine, sagt er. Er hat zu viel Betrieb in seinem Laden, sagt er. Lieferando-Fahrer kommen. Deswegen müssen Sie bei Lieferando bestellen. Ach so. Ja, Oh, schönen ja. Abend noch, ja? Haben Sie die Nummer von der Lieferanto? Nummer nicht. Lieferando hat keine Nummer.
Also kriege ich von Lieferando Döner, aber von Ihnen jetzt nicht. Genau. Warum kriege ich nicht? Das ist. Ich krieg noch nicht mal einen Döner in die Eifel. Ich muss bei Lieferando und so. Aber in der Eifel, ey, Eifel, Neandertaler. Wie soll ich da in Lieferando kommen und so? Ich hab noch nie. Ich glaub's nicht. Also hat's Spaß gemacht mit euch. Ja, ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder die Tage, ja. Haut rein, ihr Lieben. Peace and out.